Unser Koala-Jungtier, die Mila Mila, ist mittlerweile 2 Jahre alt. Sie ist vermutlich am 21. April 2020 zur Welt gekommen. Man kann die Geburt meist nicht sehr gut beobachten. Koala-Jungtiere sind ja winzig und klettern zunächst einfach nur mal in den Beutel des Muttertiers hinein. Es war eine große Freude für uns, dass die Mila zur Welt gekommen ist. Wir halten seit 2002 Koalas. Lange Zeit hat es mit Nachwuchs nicht geklappt. Als es mit ihr dann soweit war, haben wir uns natürlich sehr gefreut. Koala-Jungtiere sind mit etwa einem Jahr selbstständig, mit 3 bis 4 Jahren dann geschlechtsreif. Das heißt, auch für die Mila wird es bald Zeit, Abschied zu nehmen, im Rahmen des europäischen Zuchtprogramms in einen anderen Zoo zu übersiedeln und dort dann auch selbst wieder für Nachwuchs zu sorgen. Im Moment gibt es in 12 europäischen Zoos etwa 65 Individuen. Das heißt, die Population verträgt durchaus mehr Tiere und wir freuen uns, wenn auch sie dann da einen Beitrag leisten kann.